Letzten Sommer habe ich meine eigenen effektiven Mikroorganismen aus einer Urlösung selbst herangezogen und in der heutigen Episode möchte ich euch nochmal mitnehmen, sozusagen euer Wissen vielleicht nochmal auffrischen und ich setze einfach für euch nochmal neue effektive Mikroorganismen in diesem Jahr an. Was braucht ihr, um eure eigenen EMAs herzustellen? Also zunächst benötigt ihr ungefähr 500 Gramm Zuckerrübensirup. Den vermischt ihr dann mit Wasser und rührt das Ganze gut um. Das Wasser, was ich verwendet habe, ist lauwarm gewesen. Grundsätzlich ist es so, dass ihr auf 50 Gramm Zuckerrübensirup ungefähr 1 Liter Wasser verwendet bzw. vermischt. Das heißt, dass ihr bei ungefähr 500 Gramm Zuckerrübensirup ungefähr einen 10 Liter Kanister effektive Mikroorganismen heranziehen könnt. Gebt ihr den Zuckerrübensirup in den Kanister ein und füllt das dann nochmal mit 1 Liter etwas kälterem Wasser nach, damit ihr dann im Anschluss die effektiven Mikroorganismen auch ungefähr 1 Liter in dem Verhältnis hinzugeben könnt. Abschließend füllt ihr dann alles nochmal mit Wasser auf und schüttelt es dann nochmal alles sehr gut durch. Den Teil habe ich jetzt weggelassen, weil ich einen 20 Liter Kanister verwendet habe und er mir dann doch für die Kamera ist ein bisschen umständlich gewesen wäre zu schütteln aufgrund der Größe. Ansonsten schaut ihr, dass der Kanister für circa 3 bis 4 Wochen bei ungefähr 20 bis 25 Grad steht. Je kühler es ist, desto länger dauert die Fermentation. Und es ist auch so, dass ihr immer wieder bei solchen Kanistern, wie ich sie verwendet habe, auch immer ein bisschen Druck ablassen müsst, aufgrund der Kohlensäure, die durch die Fermentation entsteht. Und zum Abschluss hier nochmal meine Bokashi-Herstellung für super Erde im Garten. Wozu kann ich jetzt effektive Mikroorganismen verwenden? Natürlich im Garten, zum Beispiel beim Einsprühen von Mulch, wie zum Beispiel Grasschnitt, weil dieser schnell dazu neigt zu schimmeln, wenn man ihn dick auflegt. Und die effektiven Mikroorganismen sorgen hier zum Beispiel für ein Gleichgewicht. Natürlich auch für die Kompostierung kann man ihn verwenden. Zum Beispiel auch im Küchenkomposter, im Bokashi kann man super effektive Mikroorganismen verwenden. Da ist es sogar Pflicht, weil ja hier der Bokashi mit einem anaeroben Prozess arbeitet und damit kann man auch natürlich die Pflanzenkohle, die man im Bokashi zum Beispiel mit einführt, auch mit aktivieren. Und das Gute dabei ist halt auch, dass die EMs schon mal hier eine Vorverdauung bzw. Vorzersetzung in Gang setzen. Und wenn ich dann den Bokashi einarbeite, dann wird er halt schnell von den Bodenlebewesen verarbeitet, in den Boden gezogen und zersetzt. Zumal eignen sich auch die EMs als guter Dünger, zum Beispiel im Gießwasser im Verhältnis von 1 zu 10 bei größeren Pflanzen, bei kleineren Sprießlingen oder Setzlingen, wie hier jetzt bei der Anzucht, die ich habe, da würde ich 1 zu 20 empfehlen und das eignet sich halt auch hervorragend für Kulturen wie zum Beispiel Tomaten, Gurken, Melonen, Kürbis oder Zucchini, also solche Pflanzen, die halt oft an Pilzkrankheiten leiden, wie zum Beispiel die Kraut- oder Braunfäule oder den Mehltau. So sorgt man halt schon von Anfang an für ein gesundes Gleichgewicht, dass halt diese Krankheiten oder dieses Ungleichgewicht nicht in Kraft kommt. Und weitere Anwendungsmöglichkeiten sind zum Beispiel beim Putzen. Sie unterdrücken zum Beispiel starke Gerüche und die sind halt ein wunderbarer Ersatz für die ganz starken chemischen
Mittel, die halt sämtliches Leben zerstören, und das finde ich halt nicht Sinn der Sache. Wie gesagt, effektive Mikroorganismen sorgen dafür. Gleichgewicht, manche benutzen sogar die EMs als Ansatz für Sauerkraut, Rottunk, Kambodscha oder sonstigen Fermente. Und natürlich kann man auch effektive Mikroorganismen verwenden, um seinen Darm vielleicht ein bisschen zu sanieren oder aufzubereiten. Das habe ich auch schon von manchen gesehen. Da soll aber jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Und ich hoffe einfach, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euer Wissen wieder ein bisschen auffrischen zu meinem letzten Video, oder ihr habt wieder was Neues gelernt, falls ihr neuer Zuschauer seid. In diesem Sinne würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und auf die Glocke drücken würdet. In diesem Sinne hat mich sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt, und ich wünsche euch einen schönen und wunderbare kommende Frühlingstage und eine erfolgreiche Voranzucht für die Gartensaison 2019. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.